Eine gute Wareneingangskontrolle verhindert, dass nicht sichere Lebensmittel in den Betrieb gelangen. Nicht sichere Lebensmittel sind zurückzuweisen. Des Weiteren werden die Hygienekriterien und die bodenfreie Lagerung in den Räumen überprüft. So wie hier sollte keine Berufskleidung aussehen. Die Umkleideräume sollten sich wie hier in einem einwandfreien baulichen und hygienischen Zustand befinden. Durch Arbeitsanweisungen werden die Eintrittsregelungen in die Produktionsräume geregelt. Unmittelbar vor dem Betreten der Arbeitsräume bzw. direkt danach sollten Möglichkeiten zum Händereinigen und Händedesinfizieren zur Verfügung stehen. Hier sehen wir den Unterschied bei den verschiedenen Arbeitsprozessen. Grundsätzlich ist in der Küche alles auf das sogenannte Mise en place, Bereitstellung auf dem Platz, aufgebaut. Rücklauf der Stationswägen im separaten Spülbereich der Küche. Bei dieser Spülanlage wird das Besteck mittels eines Magneten dem Spülprozess zugeführt. Der Unternehmer ist verpflichtet, mittels Abklatsch- und Lebensmittelproben seinen Hygienestatus im Betrieb nachzuweisen. Hier sieht man die Unterschiede zwischen einer ungewaschenen, einer gewaschenen und einer desinfizierten Hand. Auf dem Auswertebogen der Proben kann der Unternehmer anhand der farblichen Abstufung bzw. dem Ampelsystem sofort erkennen, wie hoch die Keimbelastung war.